Heute gibt es einen Guide über Immunitäten, über Möglichkeiten, Immunitäten zu brechen, wie das alles funktioniert im Hintergrund, die Mathematik dahinter und worauf ihr achten müsst. Ich habe das Video heute gedreht, weil ich als nächstes eine Lightning Sword Guide rausbringe. Und in dieser Guide will man halt auf jeden Fall vorher Bescheid wissen, wie das mit den Immunitäten funktioniert. Und damit ich nicht alles in der Guide dann erklären muss, habe ich gedacht, mache ich das lieber in einem extra Video, weil das einfach besser ist, wenn es nochmal separat ist. Fangen wir an. Wie ihr alle wisst, gibt es in Hölle sehr viele immune Monster. Auch in Nightmare gibt es schon viele immune. Aber vor allem, wenn man einmal in Hölle ankommt, ist auf einmal alles immun. Und das macht dann erstmal gar keinen Spaß mehr, wenn man gerade Anfänger ist. Aber es gibt Mittel und Wege, wie man diese Immunitäten brechen kann. Vor allem dann, wenn man ein bisschen ins Endgame reingeht, macht das dann so gut wie jeder. Und dafür gibt es zwei Wege. Einmal ein Paladin, eine Aura, die heißt Verurteilung, hier auf meinem Item zu sehen. Die Verurteilungsaura. Und der Weg 2 sind die Flüche vom Necromancer. Und der hat drei verschiedene Flüche, die Immunitäten brechen können. Das ist einmal der Widerstandsschwund gegen Gift, Feuer, Blitz und Kälteimmunitäten. Dann die zwei Flüche Altern und verstärkter Schaden gegen physische Immunitäten. Die Verurteilungsaura geht nicht gegen Gift, sondern nur gegen Blitz, Feuer und Kälte. So, das ist das. Aber wie genau funktioniert das eigentlich mit diesen Auren? Wann wird überhaupt eine Immunität gebrochen? Denn es werden nicht alle Immunitäten gebrochen. Jedes Monster hat einen Widerstand. Und wenn der Widerstand größer oder gleich 100 ist, bei einem Widerstand, also zum Beispiel bei Kälte, dann zählt das als immun. Also wenn das 110 Kälte-Widerstand hat, das Monster, dann ist es kälteimmun und wird in Diablo dann auch als kälteimmun angezeigt. Diese Aura kann dann den Widerstand wieder unter 100 bringen und sobald er unter 100 ist, wird es nicht mehr als immun angezeigt. Aber wir können erstmal ganz kurz nochmal reinschauen, wie viel macht denn überhaupt eine Level 12 Überzeugungsaura? Und zwar sehen wir das hier wieder in so einer Tabelle. Wir schauen Level 12, das macht minus 85% zu Widerständen. Das ist ja erstmal schön, dann denkt man so, okay, alles klar, die Immunen sind ja überhaupt kein Problem. Aber sobald ein Monster mehr als 100 hat, wird dieser Widerstand von der Aura nur noch zu einem Bruchteil angewandt und zwar zu 20%, also ein Fünftel. Das bedeutet, wenn ihr dieses Runenwort habt, Unendlichkeit, das ist eine Level 12 Conviction Aura, auf Deutsch heißt sie Verurteilung, dann habt ihr nur noch 85 durch 5 als Minus-Resi und das sind 17. Das heißt, ihr könnt nur alle Immunitäten brechen von Monstern, die maximal 116 Blitzwiderstand haben. Denn wenn sie 117 haben, dann würde es ja 100 sein danach. Aber es gibt sowieso keine Monster mit 117. Es gibt aber welche mit 110. Es gibt welche mit 115. Es gibt aber auch welche mit 120. Und die könnt ihr dann schon nicht mehr brechen. Mit dem Nekrofluch, der kann, wenn er ausgelevelt ist, maximal minus 70 Resis machen. Aber der skaliert hinten raus halt dann ganz schlecht. Also auf die 70 kommt man gar nicht so leicht. Ich glaube, mein Nekro hatte minus 68. Das müsste man also auch wieder durch 5 teilen. Und wichtig wäre auch noch, dass beides zusammen funktioniert. Also man kann Verurteilung und Widerstandsschwund beides parallel anwenden. Und das wird dann einfach zusammen addiert und auch aber wieder durch 5 geteilt. Würde man jetzt also eine Immunität, zum Beispiel 120 Widerstand, nicht brechen können mit der Verurteilungsaura, kann man zusätzlich noch den Widerstandsschwund draufzaubern und dann würde es gebrochen werden. Aber darauf werde ich jetzt nicht so viel eingehen, denn in Realität hat man das eigentlich ganz selten, dass man beides hat auf einem Charakter. Zum Beispiel meine Blitzhorg, die hat jetzt die Verurteilungsaura über die Waffe, aber ich habe jetzt keinen Stab in meinem Waffenswitch mit der Necro-Aura drauf. Solche Stäbe kann man sich übrigens shoppen, weil ich ja einen Ruf zu den Waffen trage. Aber falls ihr irgendwann mal einen Spaßcharakter macht und irgendwie eine ganz bestimmte Immunität brechen wollt, dann könnt ihr euch daran erinnern, ihr könnt Verurteilung und den Fluch stacken. Okay, jetzt dann nochmal
zu den Monstern. Ich habe hier auch eine Seite, die fasst das alles auch sehr gut zusammen. Aber nicht alle Infos sind hier zu finden. Erstmal auf der Seite ganz oben sehen wir die Bonusinfo, dass diese Eigenschaften, die Bosse drauf haben, auch Resistenzen geben. Wenn ihr also einen Boss vor euch habt, der generell schon viel Blitzwiderstand hat und dann aber noch Lightning Enchanted, also Blitzverzauberung, drauf hat, dann bekommt er nochmal 75 Blitzresis und die sind dann teilweise bei 175 aufwärts und so. Das heißt, die können dann einfach gar nicht mehr gebrochen werden, egal was man da hat. Auch wenn man Level 25 Verurteilung hat und den Fluch vom Nekro, manche Sachen können nicht gebrochen werden. Das ist dann einfach so. Ihr seht zum Beispiel auch diese Magieresistenz, die manchmal drauf ist. Die gibt 40 zu den Resis. Spectral Hit, auf Deutsch Spektralschlag, gibt auch 20 zu allen Widerständen. Und Stone Skin, also Steinhaut, gibt 50 physisch. Das heißt also, viele Bosse werdet ihr nicht brechen können. Und da muss euer Merc dann einfach ran. Oder ein Hybrid-Skill, wenn ihr noch mit einem zweiten Damage-Spell unterwegs seid. Zum Beispiel so Kälte-Feuer-Zauberin fällt mir da ein. Ansonsten macht der Merc das halt. Aber das ist nur bei den Bossen selbst. Ja, das ist schon mal also eine Ausnahme. Die Monster selbst betrifft das nicht. Hier wird auch nochmal geschrieben, welche Möglichkeiten es gibt. Die vier Flüche habe ich aufgezählt. Hier wird auch nochmal gesagt, ein Fünftel ist es nur. Was hier aber nicht steht, was ist, wenn einer der Flüche, also wenn jetzt zum Beispiel die Aura, die Immunität schon bricht? Was passiert, wenn ich dann auch den Fluch noch drauf habe? Wird der dann voll berechnet oder nicht? Die Antwort ist, sobald ein Monster immun ist, egal ob einer der beiden die schon brechen würde, es werden beide nur zu einem Fünftel berechnet. Das heißt also, der Fluch und Verurteilung könnt ihr wirklich am Anfang zusammenaddieren, durch fünf teilen und abziehen, egal ob eins davon schon reichen würde. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, alle anderen Quellen von negativen Resistenzen, die funktionieren, nachdem die Immunität gebrochen wurde, zu 100%. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel auf meiner Blitzzauberin ein Greifenauge. Das hat minus 23% zu Blitzwiderstand des Gegners. Wenn ich also jetzt die Immunität schon gebrochen habe mit Verurteilungsaura, wir wissen, die macht minus 17, gehen wir mal im Kopf jetzt von einem Monster aus mit 110 Blitzwiderstand. Nachdem meine Aura drauf ist, minus 17, ist das bei 93. Hat also immer noch so viel Blitzwiderstand, dass ich kaum Schaden mache. Ist also bei 93%, ich mache quasi nur 7% meines Schadens. Aber jetzt wird die minus 23 von meinem Greifenauge komplett abgezogen von den 93, die wir gerade berechnet hatten. Auf einmal landet das nur noch bei 70 Blitzwiderstand. Von 93 auf 70, das heißt, mein Schaden ist jetzt von den 7% auf einmal auf 30% gestiegen. Also sogar ein bisschen mehr als das Vierfache. Und das kann ich natürlich immer weiter mit anderen Gegenständen reduzieren. Wenn ich jetzt auch noch in meiner Waffe so eine Facette hätte, wenn ich jetzt, was gibt's noch, eine Rüstung mit Minusresis hätte oder das Runenwort, ich glaube Mondsichel heißt das auf Deutsch, Crescent Moon, das macht minus 35% Blitzwiderstand, das wird dann alles noch abgezogen. Oder zum Beispiel, weswegen viele Leute auch mit diesem magischen Monarch mit vier Sockeln rumrennen und Blockchance, viermal eine Facette in diesem Monarch, macht dann auf einmal minus 20%. Mit einem perfekten Greifenauge zusammen wären es schon minus 45. Also ihr könnt dann das richtig krass noch reduzieren und dann macht das halt wirklich enorm viel aus für euren Schaden. Und das ist mir einfach wichtig, dass ihr das nochmal versteht, wie wichtig dieser negative Blitzwiderstand eigentlich ist. Und es geht bei solchen Items, bei Blitz-Items halt, immer nur um den Minuswiderstand und nicht um die plus 16%. Gerade bei Greifenauge, das kann minus 15 bis minus 20 haben bei den Resis oder plus 10 bis plus 15 zum Schaden. Und ihr solltet immer das nehmen mit mehr Minusresistenzen. Also zum Beispiel ein minus 20, aber nur plus 10 ist viel, viel besser als ein minus 15 plus 15. Das ist, was der Blitzfertigkeitsschaden genau macht, dazu komme ich in der Lightning Sword Guide. Heute geht es nur um die Widerstände, aber das ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Kältezauberin hat übrigens dann bei ihrer Mastery auch sehr viel Minusresistenzen, aber die können keine Immunität brechen.
Und das Problem bei Kälte, die meisten können gar nicht gebrochen werden, weil die zu viel haben. Und das können wir jetzt uns auch nochmal anschauen. Denn in diesem Link hier sind jetzt alle Monster aufgezählt und ihre Immunitäten und vor allem ihre Widerstände. Also die Zahl an sich ist hier aufgelistet. Und wir gehen da jetzt mal direkt ein bisschen weiter runter. Uns geht es vor allem um Hölle und nicht um Nightmare. Und hier geht das los. Es geht los mit Kälte. Dann ist hier eine Tabelle. Und zwar die linke Spalte heißt, es wird gebrochen mit dem Nekrofluch, Widerstandsschwund. Die Mitte sagt, es kann gebrochen werden mit der Verurteilungsaura. Allerdings rechnen die hier mit der gemaxten Aura vom Paladin und nicht mit dem Runenwort Unendlichkeit. Das ist nämlich nicht ganz so gut wie die gemaxte Aura. Und die dritte Spalte ist, wenn man beides kombiniert. Aber ich sag mal, wir wollen vor allem in die mittlere Spalte schauen. Aber müssen vor allem auch auf die Zahl selbst schauen, weil wir wissen, dass wir das ja nicht gemaxt haben. So, und bei Kälteimmunitäten werden auch nur minus 17 Resis abgezogen durch die Aura. Und jetzt schauen wir uns die Resistenzen hier an. Die sind alle jenseits der 115, die wir brechen können. 110 können wir brechen. 120 können wir mit dem Runenwort nicht brechen. Der Paladin mit der Aura kann das. Deswegen steht hier ein Yes drin. Wir müssen aber auch hier eigentlich uns ein No merken, wenn wir jetzt eine Zauberin sind. Und so gut wie kein Monster kann hier gebrochen werden. Und deswegen Kältestalk nicht mit Infinity sinnvoll, sondern dann lieber mit einer Waffe, die guten Schaden dealt, damit euer Merc die Immun einfach verkloppen kann. Infinity dealt auch guten Schaden, davon abgesehen, aber dann würde ich lieber einen Schnitt das Tribut nehmen. Dann gehen wir zu Feuer und da sieht das schon deutlich besser aus. Wenn wir die Resistenzen hier anschauen, hier wäre ein 120er, hier gibt es einen 140er, aber sehr viele sind wirklich unter unserer Grenze. 115 können wir brechen, hier wäre nochmal 120. Es ist aber auch schon trotzdem noch relativ unangenehm, weil hier ungefähr jedes fünfte Monster 120 hat. Hier unten sehen wir es auch nochmal, 120, 130, 20, 25, das könnten wir nicht brechen, auch wenn hier gerade das Grün mit Yes dasteht. Aber jetzt kommt Blitz und Blitz ist halt das mit Abstand Beste und deswegen werden auch Lightning Stalks so oft gespielt im Endgame oder Java-Zonen, weil fast alle gebrochen werden können. Es gibt eigentlich, das ist leichter zu sagen, welche nicht gebrochen werden können. Es gibt einen Fledermaus-Typ, der nicht gebrochen werden kann mit 120. Also so eine schwarze Fledermaus ist das. Und ihr seht, das nächste wäre der Mega-Demon. Das ist aber der in Uber-Tristram. Den können wir also auch ignorieren. Wir haben bisher also nur ein einziges Monster. Hier wäre nochmal eins, ein Scarab-Demon. Hier wäre noch ein Skelett, ein Horror-Skelett und ein Skeleton-Mage. Und nochmal ein Skeleton-Mage. Und das war's auch schon. Ah, stopp, hier unten ist noch ein Tainted. Also ganz, ganz wenige Monster bleiben wirklich noch blitzimmun, wenn ihr das Runenwort Unendlichkeit habt. Und deswegen sind Blitzcharaktere einfach so stark. Genau, das war's eigentlich schon. Also zusammenfassend, Immunität muss gebrochen werden. Sobald sie gebrochen ist, werden alle negativen Widerstände von eurem Gear voll berechnet. Und das ist die Kernaussage in dem Video und viel mehr muss ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Und dann würde ich sagen, beende ich das an der Stelle und das Video zu der Zauberin ist dann das nächste. Und da gibt es dann noch ein bisschen mehr Details zu dem Charakter, aber das gehört jetzt nicht in das Video. Also viel Spaß noch und wir sehen uns dann zum nächsten Mal.